In der vorherigen Auseinandersetzung am Granicus, 334 v. Chr., erlitten die persischen Streitkräfte unter der Führung der kleinasiatischen Satrapen und ihrer Söldner eine Niederlage gegen die angreifenden Makedonen. Alexanders Armee drang weiter in das von den Persern kontrollierte Gebiet vor, indem sie die westlichen Küstenstädte passierte. Um den Fortschritt seines Landmarsches nicht zu behindern, löste Alexander seine Flotte nach der Einnahme von Milet auf, da sie ohnehin nicht gegen die überlegenen persischen Seestreitkräfte hätte bestehen können. Sein Ziel war es, zu Lande nach Persepolis vorzurücken, der Hauptstadt des Persischen Reiches, das von Großkönig Darius III. Regiert wurde. Alexander teilte seine Streitkräfte in zwei Gruppen auf. Die erste, kleinere Einheit wurde von Koinos befehligt. Koinos inszenierte eine Illusion von Überlegenheit, indem er vor der Schlacht so viele Lagerfeuer entfachte, dass Poros den Eindruck bekam, die gesamte Armee Alexanders sei noch auf der anderen Seite des Flusses. Währenddessen durchquerte Alexanders Gruppe unter extremen Bedingungen den Fluss Hydaspes, der später nach der Schlacht benannt wurde. Poros überwachte nur die Flussseite, auf der er erwartete, dass Alexander seine Truppen überqueren würde, ohne zu wissen, dass Alexander den Fluss bereits etwa 27 Kilometer oberhalb von Harantur passiert hatte. Auf der einen Seite hatte Poros den Fluss, den er mit seinen Elefanten nicht überqueren konnte, und auf der anderen Seite befand sich Alexanders Gruppe. Alexander war sich bewusst, dass Elefanten im Kampf auch für die indischen Truppen gefährlich werden konnten. Alexander entsandte Parmenion, den Kommandanten seiner Fußtruppen und der peloponnesischen Reiterei. Seine Aufgabe war es, mit seinen 15.000 Soldaten die syrischen Grenzübergänge zu erreichen, um sie gegen die Perser zu sichern, bevor er sich wieder mit Alexander vereinigen sollte. Alexander selbst führte sein Heer zunächst nach Issos und setzte dann entlang der Küstenstraße fort. Er erwartete, irgendwann auf den Feind zu treffen. Darius entschied sich ebenfalls, sich dem herannahenden Heer Alexanders auf der Ebene nahe Issus zu stellen, die ihm strategisch günstig erschien. Beide Befehlshaber versuchten, den Feind auf für ihn ungünstigem Terrain zu locken. Trotzdem verließ Darius schließlich mit seiner großen Armee die günstige syrische Ebene und marschierte auf einer östlich gelegenen Straße nach Issus, ohne zu ahnen, dass sich die beiden Armeen nur durch einen Gebirgszug voneinander trennten. Als Darius von den zurückgelassenen feindlichen Soldaten in Issus hörte und erfuhr, dass Alexander die Küstenstraße genommen hatte, folgte er ihm mit seinen Truppen. Alexander befahl seinerseits seinen Einheiten, in Eilmärschen nach Issus zurückzukehren, nachdem er erfahren hatte, dass der Feind sich in seinem Rücken befand. Das Schlachtfeld war durch das Gebirge auf der einen Seite und das Mittelmeer auf der anderen Seite begrenzt. Diese topografischen Gegebenheiten benachteiligten die persische Übermacht an Truppen, wodurch das Terrain zugunsten Alexanders spielte. Alexander platzierte den Großteil seiner Kavallerie auf dem rechten Flügel und schloss sich ihr an. In der Mitte stand die makedonische Phalanx. Auf dem linken Flügel, der zum Meer hin ausgerichtet war, rückten Reiter und Infanterie unter Parmenion vor. Die makedonischen Fußtruppen sollten den Feind binden, bis sich eine Gelegenheit für einen Angriff auf das persische Zentrum ergeben würde. Darius positionierte seine starke Kavallerie auf dem rechten Flügel, der zum Meer hin ausgerichtet war, wo das flache Gelände ideal für Reiterattacken war. Die Mitte der Front wurde von schwer bewaffneten griechischen Söldnern besetzt. Auf der linken Seite sollten traditionell leicht bewaffnete persische Infanteristen agieren. Der König selbst wartete mit seiner Garde hinter der Frontmitte auf den Verlauf des Geschehens. Alexander gab den Einheiten den Befehl zum Angriff, und tatsächlich öffnete sich eine Lücke in der persischen Front. Sein kühner Vorstoß war für die Kavalleristen beispielhaft und führte zum Erfolg. Das persische Fußvolk wich zurück, verteidigte sich jedoch hartnäckig. Alexander kämpfte sich durch die Feinde bis in die Nähe von Darius III. Vor. Dieser erkannte die drohende Gefahr und floh. Währenddessen musste die makedonische Phalanx den stark strömenden Fluss Pinaros überqueren, was zu Lücken in den Reihen führte. Griechische Söldner, die auf Seiten Darius kämpften, nutzten dies aus und fügten den Angreifern Verluste zu. Auch die persische Kavallerie an der Seite zum Meer hin griff die griechische Infanterie und die thessalischen Reiter hart an. Alexander half den bedrängten Griechen, indem er seine Kavallerie in einem sichelförmigen Manöver einsetzte. Anschließend griff er die Flanken des gegnerischen Zentrums an.
Die Perser wurden durch die Flucht ihres Befehlshabers entmutigt. Obwohl die Situation keineswegs aussichtslos war, zogen sich die Perser einschließlich ihrer Verbündeten zurück und überließen den Makedonen den Sieg. Alexander ließ unter den zurückweichenden Feinden ein Massaker anrichten. Darius konnte entkommen, während Parmenion mit seinem makedonischen Heer nach der Schlacht bis nach Damaskus vorrückte.